So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 22. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und begrüße Sie, unsere Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich. Als Geschäftliches habe ich Folgendes mitzuteilen. Die AfD-Fraktion hat ihren Antrag auf Drucksache 19-0472 Jagdzeit auf Rehwild vom 1. April bis 31. Januar des Folgejahres ausweiten, um den ökologischen Waldumbau zu beschleunigen, zurückgezogen. Am Montag sind folgende 5 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der CDU und gleichlautender Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Klimaschutz und Energiewende voranbringen, Fernwärme in öffentliche Hand. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und gleichlautender Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema Intransparenz, Verantwortungslosigkeit, Entscheidungsverweigerung, Berlin droht Kahlschlag im Sozialen durch Haushaltschaos. Und der Antrag der AfD-Fraktion zum Thema neue Mauern und Zäune im Görlitzer Park mit rechtsstaatlichen Mitteln aufräumen. Die Fraktionen haben sich auf das Thema der AfD-Fraktion verständigt. Somit werde ich gleich dieses Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Die anderen Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, den Dringlichen Gesetzesantrag der Koalitionsfraktionen, Drucksache 19-1424, Berliner Gesetz über Sonderzahlungen aus Anlass der gestiegenen Verbraucherpreise als Tagesordnungspunkt 18a, Priorität der Fraktion der CDU, sowie die dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 19-1415, Vermögensgeschäft Nummer 12 aus 23, als Tagesordnungspunkt 26 zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den beiden Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch höre ich nicht. Zum Dringlichen Gesetzesantrag der Koalitionsfraktionen darf ich festhalten, dass Einvernehmen hinsichtlich der Dringlichkeit besteht, sodass die nach unserer Geschäftsordnung erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Ergänzung der Tagesordnung besteht. Unsere heutige Tagesordnung ist damit so beschlossen. Auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Konsensliste darf ich hinweisen und stelle fest, dass auch hier kein Widerspruch erfolgt. Die Konsensliste ist damit ebenfalls angenommen. Entschuldigungen des Senats liegen für heute nicht vor. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, komme ich noch zu folgender Parlamentsangelegenheit. In der letzten Plenarsitzung am 18. Januar 2024 wurde der Abgeordnete Harald Latsch von der AfD-Fraktion während seines Redebeitrags im Rahmen der Priorität der Fraktion Die Linke zweimal zur Ordnung gerufen. Der Abgeordnete hat gegen diesen Ordnungsruf Einspruch eingelegt. Ich habe dem Einspruch nicht stattgegeben. Mein Schreiben dazu und der Einspruch sind Ihnen zugegangen. Nach § 80 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung entscheidet nunmehr das Abgeordnetenhaus ohne Beratung über den Einspruch. Wer dem Einspruch des Abgeordneten Latsch gegen den ersten Ordnungsruf vom 18. Januar 2024 wegen der Bezeichnung von Abgeordneten als Damen und Herren von der Sozialistischen Einheitspartei stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen aller weiteren Fraktionen, Enthaltungen und Enthaltung eines fraktionslosen Abgeordneten ist der Einspruch damit abgelehnt. Wer dem Einspruch des Abgeordneten Latsch gegen den zweiten Ordnungsruf vom 18. Januar 2024 wegen des Lachens als Reaktion auf den ersten Ordnungsruf stattgeben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen. Bei Gegenstimmen aller anderen Fraktionen, Enthaltungen und Enthaltung eines fraktionslosen Abgeordneten ist der Einspruch ebenfalls abgelehnt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Aktuelle Stunde zum Thema neue Mauern und Zäune im Görlitzer Park mit rechtsstaatlichen Mitteln aufräumen auf Antrag der AfD-Fraktion. In der Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktionen beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Woldeit. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, Abgeordnete. Vorab muss ich schon mal sagen, es freut mich, dass der Plenarsaal wieder gefüllt ist, wenn ein AfD-Redner hier vorne steht. Das war ja leider in der letzten Sitzung nicht der Fall. Und offenbar ist Ihnen selber aufgefallen, dass diese Inszenierung ein Stück weit peinlich war. Und ich freue mich,
dass es Ihnen mittlerweile gelingt, wieder zu normalen parlamentarischen Gepflogenheiten zurückzukehren, meine Damen und Herren. Wir reden heute über den Görlitzer Park, der Görlitzer Park im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Manche nennen den Bezirk auch Fail-Bezirk oder Failed District. Warum das so ist, darauf komme ich nachher noch. Und es ist ja jetzt gerade auch ein großes Thema. Ja? Wir debattieren über Zäune, über Mauern und Ähnliches. Und ich erinnerte mich in Vorbereitung zu der Debatte an das Sommerinterview von Ricarda Lang. Sie wurde gefragt, Frau Lang, trauen Sie sich zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Görlitzer Park? Und sie antwortete, nein, derzeit nicht. Und da habe ich mich schon die Frage gestellt, wie kann es sein, dass diese mächtige Vorsitzende der Grünen Partei als Regierungspartei sich nicht mehr in den Görlitzer Park traut? Jetzt muss man dazu wissen, Parks und Naherholungsanlagen liegen ja in der Zuständigkeit der Bezirke und dort jeweils im Natur- und Grünflächenamt. Welche administrative Leitung hat denn welche Partei im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg? Richtig, es sind Bündnis 90 Die Grünen, die seit über einer Dekade dort den Bezirksbürgermeister, / Bezirksbürgermeisterin stellt. Auch aktuell hat sich Frau Herrmann ja wieder in die Debatte eingeklinkt und möchte gerne jede Zusammenarbeit, jede Kooperation mit dem Senat in der Causa Görlitzer Park verweigern. Meine Damen und Herren, wenn es so weit gekommen ist, dass Ideologie vor Sachpolitik zurücksteht und man mit allen Mitteln verhindern will, dass Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt wird, dann läuft einiges falsch. Nicht nur bei den Grünen, sondern in Friedrichshain-Kreuzberg. Und ich glaube und ich bin mir auch sehr sicher, dass selbst die Grünen mitbekommen, was dort alles falsch läuft in dem Park. Wir reden von massiven Gewalttaten. Zu den Zahlen komme ich gleich noch. Und sie erkennen, dass da was falsch läuft. Aber es ist ja ein grünes Narrativ, das man zwar mitunter Schwierigkeiten erkennt. Auch sie sehen die schwarzafrikanischen Drogendealer. Auch sie sehen die Probleme. Aber was kommt denn auf kommunaler Ebene an Lösungsansätzen? Und da hatten wir einige hervorragende. Und ich bemühe mich der Ironie und des Sarkasmuses. Was wurde wirklich beraten? Es wurde beraten, dass wir Drogenverkaufsplätze einrichten. Es wurde beraten, dass ein Denkmal für Drogendealer aufgestellt wird, für mehr Akzeptanz. Es wurden Fußballturniere gemacht mit Drogendealern vor Ort. Der Kollege Wanzner hat es ja auch schon mehrfach moniert und angesprochen, vollkommen zurecht, meine Damen und Herren. Das ist keine Politik, das ist irre. Applaus 2015 wurde unter der Administration im Land Berlin, unter SPD und CDU, unter dem damaligen Innensenator Henkel, eine Null-Toleranz-Strategie eingerichtet. Sie wissen, dass der Görlitzer Park und die umliegenden Flächen wie der Wrangelkiez und Ähnliches als kriminalitätsbelasteter Ort eingestuft sind. Ein kriminalitätsbelasteter Ort, wenn er so eingestuft wurde, lässt es zu, dass man anlasslose Kontrollen vornimmt. Und diese anlasslose Kontrollen wurden auch und werden auch vorgenommen. Wen kontrolliert die Polizei dort? Kontrolliert sie Kevin und Sören, die im Park sitzen und Schach spielen? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Sie kontrolliert Leute, von denen sie davon ausgehen, dass sie im Rahmen vom Betäubungsmittelgesetz Verstößen dort tätig sind. Und das können Sie einfach verleugnen, es sind in der Regel schwarzafrikanische Drogendealer, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir die Umstände angucke, denen die Polizei dort ausgesetzt sind, es gibt ja dort Revierkämpfe um die besten Verkaufszonen und Ähnliches. Das ist alles nicht normal. Sowas gibt es in anderen Städten nicht. Sowas gibt es nur in Berlin, sowas gibt es im Schwerpunkt in Friedrichshain-Kreuzberg, sowas gibt es in der Administration der Grünen. Und das ist fehlgeleitete Politik, meine Damen und Herren. Und 2016 kommen die Grünen auch im Land Berlin in den Senat. Sie stellen die Regierung. Es kommt zur Novellierung von Polizeigesetzen und es kommt zur Etablierung eines Gesetzes, das Landesantidiskriminierungsgesetz, was übrigens im Wahlkampf die CDU abwickeln wollte, aber eingeknickt ist. Die einzige Partei, die wirklich zu dieser Rückabwicklung steht, ist die AfD-Fraktion.
Und was beinhaltet dieses Gesetz auch im Rahmen der Polizeiarbeit? Und ich habe es ja schon angesprochen, der Kollege Dräger hat es auch angesprochen, das war alles richtig, was wir gesagt haben. Wenn ein schwarzafrikanischer Drogendealer sich diskriminiert fühlt aufgrund von einer Kontrolle, so muss das Land Berlin darlegen, dass es nicht diskriminierend gehandelt hat. Was das für eine Schwächung der Polizeiarbeit ist, das ist uns allen hier im Saal klar. Vielleicht nicht Ihnen von links bis links außen, aber nochmal, dieses Gesetz muss weg, meine Damen und Herren. Ich komme zu den Straftaten, damit Sie mal eine Vorstellung davon haben, was dort in diesem Gebiet los ist. Im ersten Halbjahr 2021, im ersten Halbjahr, wurden bereits über 500 Straftaten vermeldet. Im Jahr 2022 bereits über 1500 Straftaten in einem Park. Was haben wir da für Straftaten? Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Drogenhandel, das ist alles bekannt. Weitere Straftaten, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe bis hin zur Massenvergewaltigung, Körperverletzungsdelikte, Revierstreitigkeiten, Messerstecherei, Raub. Das sind diese Straftaten, die da vollzogen werden. Und Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, Sie kommen mit Drogenverkaufsplätzen und Denkmälern und Fußballturnieren. Was wir hier brauchen, ist eine knallharte Durchsetzung des Rechtsschutzes, des Rechtsstaates, eine knallharte Durchsetzung und Stärkung der Polizei und nichts anderes, meine Damen und Herren. Und welche Klientel von Straftätern haben wir denn da? Wir haben jetzt mittlerweile den Umstand, dass wir fast ausschließlich Intensivtäter ohne Bleibeperspektive haben. Und auch hier ist ein Anstieg von 2021 von 250 zu aktuell über 500. Wir reden von Tätern, die keinerlei Bleibeperspektive haben. Diese Täter dürften gar nicht mehr im Land Berlin sein, sie dürften nicht in Deutschland sein und sie hätten längst abgeschoben werden müssen, meine Damen und Herren. Aber es gibt ja mitunter auch Vorschläge von Regierungsparteien. Was hat Bundeskanzler Scholz von der SPD kürzlich gesagt im Spiegel? Er möchte gerne im großen Stile abschieben. In der englischen Übersetzung heißt es, er möchte gerne im großen Stile deportieren. Dann kam die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ebenfalls SPD. Sie sagte, man müsse auch Clanmitglieder abschieben, deren keine Straftaten zu Schulden gemacht werden können. Meine Damen und Herren, das ist ein klarer Verstoß gegen den Rechtsstaat. Wir haben in Deutschland keine Sippenhaft. Und diese Art von Populismus ist einer Volljuristin und einer Bundesinnenministerin absolut unwürdig, meine Damen und Herren. Ganz genau, Herr Schrader, das sagt genau der Richtige. Das sagt genau der Richtige. Die SPD spricht von Deportation, nicht wir. Das ist die Wahrheit, Herr Kollege. So, und dann kommen wir auf den CSU-Politiker Herrmann. Was hat er gefordert? Gerade in so einem Zusammenhang. Man müsste bei Doppelstaatern auch die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen und abschieben. Meine Güte, was sind das für Vorschläge? So weit geht die AfD ja noch nicht mal, meine Damen und Herren. Und Sie werfen uns werfen Sie Fremdfeindlichkeit vor. Und nochmal, wir reden von Remigration. Wir reden von rechtsstaatlichem Verhalten, was wir an den Tag legen. Wir reden davon, dass wir Recht und Gesetz umsetzen wollen, meine Damen und Herren. Und in Gambia und in Guinea brauchen wir auch keinen Winterabschiebestopp. Da ist es wesentlich wärmer als in Deutschland. Meine Damen und Herren, Zäune und Mauern. Brauchen wir Zäune und Mauern? Ja. Nicht zwingend im Görlitzer Park. Da brauchen wir einen Rechtsstaat. Wissen Sie, wo wir Zäune und Mauern brauchen? An der europäischen Außengrenze, an den Grenzen zu unserem Heimatland und an den Grenzen insgesamt, um illegale Migration vorzubeugen und zu verhindern, meine Damen und Herren. Da brauchen wir Zäune. Ich danke Ihnen. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Kollege Dräger das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Görlitzer Park ist in den 1980er Jahren nach dem Abriss des alten Görlitzer Bahnhofs gestaltet worden als Ort der Erholung, der sportlichen Betätigung für die Menschen unserer Stadt, die Familien mit Kindern, für Rentner, für Lebensqualität, für Natur, für Freude und für Glück. Wir, die Koalition aus CDU und SPD, wollen, dass der Görlitzer Park diesem Bestimmungszweck
zurückgegeben wird und unserer Stadt insgesamt zurückgegeben wird, meine Damen und Herren. Unser Alterspräsident und geschätzter Kollege Kurt Wanzner hat zu Zeiten des regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker in der Kreuzberger Bezirksverwaltung, Sie sollten das mal anhören, damals waren Sie noch nicht einmal geboren, da hat er sich schon für den Görlitzer Park eingesetzt. Er hat sich damals in der Bezirksverwaltung Kreuzbergs, aber auch im Rahmen seines politischen Engagements dafür eingesetzt, dass es den Görlitzer Park überhaupt gibt. Und wir teilen seinen Schmerz, den er empfindet, angesichts des Abstiegs des Görlitzer Parkes zu einem der europäischen Hauptumschlagplätze für Rauschgift, zu einem Ort für Gewalt und für Unsicherheit. Viele Anwohner sind deswegen fortgezogen. Aber auch diejenigen, die geblieben sind, sind mit der derzeitigen Lage ganz überwiegend nicht einverstanden. Meine Damen und Herren, die Regierungszeit des regierenden Bürgermeisters von Weizsäcker ist in vielerlei Hinsicht in guter Erinnerung geblieben. Er hat die Gestaltung des Görlis als Park für die Berlinerinnen und Berliner vorangetrieben. Ein geflügeltes Wort, das damals entstand, brachte es wie folgt auf den Punkt. Jeder Tag Regierungszeit Weizsäcker, eine Hausbesetzung weniger. Dem lag die Überzeugung zugrunde, dass die vielen innerstädtischen Konflikte nur gelöst werden können auf der Grundlage von Recht und Gesetzmäßigkeit und nicht auf der Grundlage von Selbstjustiz, Anarchie, Rechtsbruch und Anmaßung. Genau das leitet uns auch heute bei der Lösung der so umfangreichen Probleme im Zusammenhang mit dem Görlitzer Park, aber auch anderswo in dieser Stadt. Die Herrschaft des Rechts setzt voraus, dass Recht durchgesetzt wird und Unrecht unterbunden wird. Dazu müssen die Organe des Rechtsstaates, die Gerichte, die Staatsanwaltschaften, die Polizei stark sein, über die nötigen Befugnisse und Einsatzmittel verfügen, um die Herrschaft des Rechts stets zu gewährleisten. Dies sicherzustellen ist die Kernaufgabe des Staates. Und diese Kernaufgabe stellt sich die Koalition aus CDU und SPD. Wir reformieren das Polizeirecht, wir optimieren die Verwaltung, wir stärken die Justiz. Und all diese Maßnahmen werden uns dabei helfen, den Görlitzer Park für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zurückzugewinnen. Wie aber ist die Ausgangslage im Görlitzer Park? Der Görlitzer Park und der angrenzende Wrangelkiez sind seit langem ein Kriminalitätsschwerpunkt. Nicht nur wegen der Vielzahl von Drogendelikten, sondern auch wegen Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen und Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit. Die Entwicklung zeigt, dass es in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. Ging es anfangs nur um Cannabishandel, werden inzwischen alle Arten von Rauschgift gehandelt. LSD, Kokain, Crack, Ecstasy, Speed, Heroin, Crystal Meth und alles, was einen gesunden Menschen zerstören kann. Gab es zunächst nur Gewaltvorfälle zwischen rivalisierenden Drogenhändlern, richtet sich die Gewalt nunmehr auch gegen Unbeteiligte. Kinder werden bedrängt und diese Entwicklung war absehbar. Die damalige Koalition von SPD und CDU hat 2015 mit einer Null-Toleranz-Strategie reagiert. Um den Drogenhandel, wie wirksam das war, werde ich Ihnen jetzt anhand von Fakten mal erläutern. Um den Drogenhandel wirksam zu unterbinden und den Görli befrieden zu können, hat die Koalition die Besitzmenge von Cannabis im Görlitzer Park auf Null heruntergesetzt und mit massivem Polizeieinsatz Gewalt und den Drogenhandel bekämpft. In dem kurzen Zeitraum von April 2015 bis September 2016 kam es zu knapp 5.800 Personenüberprüfungen, 2.735 Ermittlungsverfahren, 561 Freiheitsentziehungen, 511 Verurteilungen, darunter 150 Freiheitsstrafen. Eine hohe Polizeipräsenz verhinderte Gewalttaten. Der Drogenhandel im Görli wurde nachhaltig reduziert.
Der Park war wieder relativ sicher. Doch dann kam Ende 2016 ein neuer Senat ins Amt unter Beteiligung von Linken und Grünen. Und eine der ersten Amtshandlungen bestand darin, diese Nulltoleranzpolitik zu beenden. Die Folge war klar, Drogenhandel und Gewaltkriminalität kehrten zurück in den Görlitzer Park zum Leidwesen der Menschen. Das war eine Kapitulation, ein Zurückweichen vor der ausufernden Kriminalität, meine Damen und Herren. Linke und Grüne versuchten das zu verbrämen, indem sie Drogenkonsum verharmlosten, Drogenfreigabe propagierten und vor der Gewalt die Augen verschlossen haben. En vogue waren nicht mehr Drogenrazzias und die Durchsetzung von Recht und Ordnung, sondern die Förderung des Drogenhandels durch Einrichtung von Drogenverkaufszonen im Görlitzer Park, die Einbeziehung der Drogendealer in das zivile Geleben, in Fußballturniere und das ach so idyllische Parkleben. Ganz Deutschland hat damals Berlin ausgelacht angesichts dieses nicht zu übertreffenden Realitätsverlustes. Meine Damen und Herren, wer wie ich Kinder hat, hat nicht wenige Sorgen um ihr Wohlergehen. Aber die größte Sorge eines Vaters und einer Mutter ist die Sorge, dass das eigene Kind Gewalt zum Opfer fällt oder sich zum Drogenkonsum verführen lässt, sein Leben zerstört und letztlich verliert. Meine Damen und Herren, diese Sorge müssen wir den Eltern so gut es geht nehmen. Wir haben die Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Berlin zu einer sicheren, lebenswerten und liebenswerten Stadt zu machen, im Görlitzer Park und anderswo, meine Damen und Herren. Ich begrüße es daher, dass der neue Senat von Berlin, insbesondere der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger, nach der Wiederholungswahl im letzten Jahr und der Bildung der Koalition aus CDU und SPD einen neuen Anlauf nehmen, dass sie neue Wege gehen, um Drogenhandel und Gewalt im Görlitzer Park zurückzudrängen und um den Görlitzer Park den Menschen zurückzugeben, den Familien mit Kindern, Frau Kollegin, den Alten, einfach allen rechtschaffenden Bürgerinnen und Bürgern. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Grünen und Linken, seien Sie versichert, dass ich Ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenbringe, dass ich den streitigen Diskurs mit Ihnen schätze, der ja ein Wesenselement unserer freiheitlichen Demokratie ist. Und dennoch staune ich immer wieder, mit welcher Beharrlichkeit Sie sich gegen Veränderungen in diesem kriminalitätsbelasteten Ort wehren, mit welchem Eifer Sie an den bestehenden, untragbaren Verhältnissen im Görlitzer Park festhalten wollen und mit welcher Hingabe Sie ausgerechnet für den Erhalt eines der größten europäischen Drogenumschlagplätze streiten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Grünen und Linken, sind denn diese Verhältnisse für Sie erstrebenswert? Für die Koalition aus CDU und SPD ist jedenfalls klar, dass es so nicht bleiben kann, wie es ist. Und daher ist auf dem Sicherheitsgipfel im letzten Jahr der umfangreiche Plan des Senates mit nicht weniger als 30 Maßnahmen entstanden, mit städtebaulichen Präventivmaßnahmen, Licht-, Sichtachsen, Grünpflege, für mehr Sicherheit zu sorgen und den Görlitzer Park einzufrieden und nachts zu verschließen. Ich selbst habe in den letzten Jahren immer wieder Polizeieinsätze begleitet, auch Nachteinsätze im Görlitzer Park. Es liegt auf der Hand, dass ein Verschließen des Parkes nachts die Einsatzzeiten der Polizei reduziert. Und es liegt auf der Hand, dass der Park dann als Drogenumschlagplatz nicht zur Verfügung steht. Nicht zuletzt sorgen wir dafür, dass auch die polizeiliche Präventivarbeit im Görlitzer Park ebenso wie in den anderen kriminalitätsbelasteten Orten erleichtert wird. Wir werden für eine gesetzliche Befugnis zum Videoschutz sorgen. Wir weiten das Brennpunkttäterkonzept aus, bei dem die Straftaten von Mehrfachtätern künftig von derselben Person in der Staatsanwaltschaft bearbeitet wird. Und schließlich wird es auch darauf ankommen, die notwendigen aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen durchzuführen, insoweit sie möglich sind. Meine Damen und Herren, wir können heute der Presse entnehmen, dass das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg jegliche Kooperation bei der Umsetzung der städtebaulichen Präventivmaßnahmen entziehen möchte. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, sofort.
Ein letzter Satz. Es geht also offenbar nicht mehr um Lösungen, sondern nur noch darum, mit Sturheit und Ignoranz jede Veränderung zum Besseren zu torpedieren. Ich werbe dafür, und das ist mein letzter Satz, dass auch Grüne und Linke und auch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg an Lösungen mitwirkt, statt sie destruktiv verhindern zu wollen, ohne selbst irgendeine Vorstellung zu haben, wie die Lage verbessert werden kann. Kommen Sie zur Vernunft, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Vielen Dank. Danke, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat zunächst die Kollegin Kappeck das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegin, lieber Herr Dregger, ich glaube, Sie haben dem armen Andreas Geisel gerade ziemlich Unrecht getan. Denn wer jeden Tag mit Bus und Bahn in Berlin unterwegs ist, der sieht das nämlich überall. Die Folgen von Obdachlosigkeit, Drogensucht und auch Drogenhandel sind in jeder Grünfläche und leider auch in fast jeder zweiten U-Bahn in Berlin zu beobachten. Dafür brauchen wir keine Girlie-Debatte. Ganz im Gegenteil. Die Verelendung im öffentlichen Raum nimmt in einem derartig besorgniserregenden Tempo zu, dass ich nur sagen kann, es ist gut, dass der regierende Bürgermeister dieses Thema zur Chefsache erklärt hat. Denn Kai Wegner hat uns versprochen, dass, wenn er regierender Bürgermeister wird, Berlin wieder funktionieren wird. Deshalb zitiert er auch so gerne den Motivationsspruch: Machen es wie wollen, nur krasser. Das ist ein guter Spruch, Herr Wegner. Aber Sie legen damit auch die eigene Messlatte. Denn wenn ich den Menschen Machen verspreche, dann muss das Machen auch funktionieren. Der Anspruch der Berlinerin darf demzufolge ja künftig sein, dass wir überall saubere und sichere Parks und U-Bahnen haben, dass abhängige Menschen endlich angemessen medizinisch und sozial betreut werden und dass niemand mehr in Berlin auf der Straße leben muss. Schön wär's. Stattdessen führen wir heute eine Girlie-Debatte. Sehr traurig. Nun, zur Inszenierung in der Politik, wissen wir, gehört viel. Aber ein 20-Minuten-Gang in einem Security-Tross durch einen Park ist noch lange kein Gespräch mit Anwohnenden. Und so hilft ein Zaun auch nicht gegen Verelendung, Obdachlosigkeit oder Kriminalität. Denn ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Zäune gegen Crack-Abhängigkeit helfen würden, wären die USA voll davon. Und wenn Zäune helfen würden, organisierte Kriminalität zu bekämpfen, dann erst recht. Nein, organisierte Kriminalität und deren Folgen zaubern sich nicht einfach weg, weder im Girlie noch sonst wo. Sie verlagern sich. Und wenn ich einen Zaun baue, dann wird das verlagert in die Hauseingänge und die Treppenhäuser rund um den Park, direkt vor die Wohnungstüren der Menschen. Das sehen wir zum Teil jetzt schon. Nur ist das Problem, dass die Polizei den Anwohnenden dabei gar nicht helfen kann, selbst wenn der regierende Bürgermeister dies behauptet. Denn für diesen Schutz fehlt ihnen leider jede rechtliche Grundlage. Es sei denn, ich will die Polizei in eine Security-Firma umwandeln und sage, ich stelle vor jeden Hauseingang künftig einen Polizisten. Aber das wissen wir alle, ist natürlich Quatsch. Auch mehr Einsatzstunden helfen leider nicht, denn, lieber Herr Dregger, das Katz-und-Maus-Spiel, das seit Frank Henkel gibt, ist leider bis heute erfolglos. Und was bleibt, ist dann hier sicherheitspolitisch leider Konzeptlosigkeit, die in der Folge den Menschen nicht nur rund um den Girlie Angst macht. Aber selbst wenn dieser Plan aufgehen würde, wie Sie ja sagen, was ist denn dann mit den Betroffenen in den anderen Kiezen, in denen es zum Teil ja noch viel gravierendere Probleme gibt? Zum Beispiel am Kotti oder am Mauerpark, Hasenheide, Leopoldplatz, name it. Die soziale Verelendung breitet sich nämlich immer weiter aus und zunehmend auch von der Innenstadt in die Außenbezirke. Und deshalb sage ich Ihnen, es ist höchste Zeit, dass wir gemeinsam die Ursachen statt die Symptome in den Blick nehmen und hierfür echte Lösungen finden, meine Damen und Herren. Und jetzt werden Sie natürlich wieder sagen, ja, und warum macht dieser böse Bezirk denn nichts? Nun,
Erstens, meine Damen und Herren, kennen Sie die lange Chronik der veranlassten Maßnahmen? Aber ich sage Ihnen auch, bezirkliche Maßnahmen sind beschränkt. Denn Parkläufer oder das Ordnungsamt sind wichtig und machen gute Arbeit. Aber können Sie wirklich organisierte Kriminalität bekämpfen? Sie merken selbst, das geht nicht auf. Wenn wir also ernsthaft gemeinsam etwas gegen Verelendung und Kriminalität tun wollen, egal wo, müssen wir aufhören, dieses Empörungshopping entlang von Hotspots zu betreiben und anerkennen, dass wir eine gesamtstädtische Strategie brauchen. Und so eine gesamtstädtische Strategie, genau das ist ja so eine typische Chefsachenaufgabe für einen regierenden Bürgermeister. Aber stattdessen verbreitet dieser Fake News über seinen Lieblingshotspot, den Görli. Mal ist es die 14-jährige Prostituierte, die zur Kinderprostitution gezwungen wird. Mal erfindet er frei werdende Einsatzstunden bei der Polizei, verdreht aber völlig die Rechnung. Und selbst die Idee für den rettenden Zaun wird dann dem New Yorker Central Park angedichtet. Blöd nur, dass es den gar nicht gibt. Was bleibt außer kerniger Sprüche, ist Symbolpolitik. Ich sage Ihnen aber eins, auf soziale Probleme kann es soziale Antworten geben. Und dafür übergebe ich an meine Kollegin Silke Giebel. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat die Kollegin Giebel jetzt das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Präsidentin. Ich habe gestern eine Frühschicht in Kaulsdorf als Pflegepraktikantin gemacht und habe dort erzählt, was heute das Thema der Aktuellen Stunde ist. Da hat mich die Pflegefachkraft verständnislos angeschaut und hat gefragt, ihr redet über einen Park? Warum redet ihr nicht darüber, dass es zu wenig Fachkräfte in der Pflege, im Gesundheitssystem gibt und dass da eklatant was falsch läuft? Was soll ich dazu sagen? Recht hat sie. Diese Debatte ist eine Debatte über falsche Prioritäten. Wir Grüne und Linke, wir wollten heute über die drohende Haushaltssperre reden. Denn uns erreichen jeden Tag besorgte soziale Träger, ob ihre Projekte nicht doch noch gekürzt werden. Ob die 5,9% Einsparung, die jedes Ressort, also auch Gesundheit und Soziales, bringen müssen, die trifft, die an Orten wie dem Görli, aber auch dem Leo, dem Kotti und überall in Berlin pragmatisch den Menschen helfen. Ob die Haushaltspolitik dieser Koalition also am Ende zu mehr Elend auf den Straßen in Berlin führt, zu mehr Konflikten im öffentlichen Raum. Und ehrlich gesagt, diese Aktuelle Stunde bislang lässt tief blicken. Alle bis auf die Grünen gehen hier mit Innenpolitikerinnen rein. Das bedeutet, es wird versucht, ein soziales Problem innenpolitisch zu lösen. Und das ist, glaube ich, die falsche Antwort. Erinnern Sie sich noch an Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo? Vor über 40 Jahren war dort der Drogenhotspot Berlins. Und auch damals tobte die Debatte in Berlin, wie heute. Mehr Polizei, mehr Verbote, aber geholfen hat das alles nichts. Und ich glaube, wir haben alle das Buch gelesen. Ein Weg aus Heroin haben die meisten damals erst gefunden, als Methadon auf den Markt kam. Als die Politik sich durchgerungen hat, zu akzeptieren, dass Menschen abhängig sind und Hilfe brauchen. Sei es mit einem Nadelaustauschprogramm, Drogenkonsumräumen oder eben Substitutionstherapie. Und lieber Senat, davon braucht es heute noch dringend mehr. Wollen Sie ernsthaft 40 Jahre später dieselben Symboldebatten führen? Ja, natürlich müssen die Parks für alle zugänglich sein und für alle sichere Orte sein. Gerade in der Innenstadt, wo niemand im Mehrfamilienhaus einen eigenen Garten hat. Da sind die Parks die öffentlichen Räume für alle, für Familien, für Ältere, für alle. Das steht außer Frage und das hat meine Kollegin Antje Kappig eben auch mehr als deutlich gemacht. Und deswegen haben unsere grünen Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger und Clara Herrmann einen Mix aus mehr Polizei, die regelmäßig vor Ort ist, aber auch mehr Sozialarbeit gefordert. Und das haben Sie, Herr Wegner, bei Ihrem Sicherheitsgipfel auch versprochen und da müssen Sie auch liefern. Da bin ich gespannt, was Sie gleich hier ankündigen. Denn klar ist doch auch,
Nicht ein Park ist das Problem, sondern eine globale Drogenschwemme und die Situation von immer mehr abhängigen Menschen weltweit und damit auch bei uns in ganz Berlin. Menschen, die in einer Verelendungsspirale sind, die eine Perspektive brauchen, um wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Und sie können jetzt Not in My Backyard spielen und diese Menschen verdrängen. Nach Treptow, nach Mitte, nach Schöneberg oder auch nach Spandau. Und auch wenn einige hier vielleicht von Remigration und damit Deportation albträumen, noch ist das hier ein Rechtsstaat und Menschen lösen sich nicht in Luft auf. Verdrängung hilft keinem Menschen. Sie verlagert die Probleme einfach an einen anderen Ort und schafft dort noch mehr Probleme. Das ist nicht das Beste für Berlin. Unser Anspruch ist, Berlin gerechter zu machen. Und das heißt, der öffentliche Raum ist für alle da. Und Menschen werden in ihrem Elend nicht alleine gelassen. Dafür müssen wir an den Ursachen ansetzen, statt Symptome zu verdrängen. Mit aufsuchender Sozial- und Suchtarbeit, mit einer gesamtstädtischen Lösung, mit einer Strategie zur psychischen Gesundheit und Suchtprävention, mit niedrigschwelligen Angeboten, die Wohnungslosigkeit verhindern und Existenzängste nehmen, in ganz Berlin, von Spandau über Mitte nach Marzahn. Und davon haben Sie sehr viel auch auf dem Sicherheitsgipfel gesagt zu Gesundheit und sozialen Prävention. Und da kann ich mich auch nur an Frau Ciborra und Frau Kanzel-Kisseltepe wenden. Setzen Sie das bitte zeitnah um und versprechen Sie den Trägern, dass das auch wirklich in diesem Jahr kommt. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können so tun, als sei der Girlie und nicht die weltweite Drogenschwemme die Mutter aller Drogenprobleme in Berlin. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Aber damit offenbaren Sie, dass Sie sich der Tragweite der Herausforderung noch nicht bewusst sind. Und Sie regieren damit eklatant an den Menschen dieser Stadt vorbei. Wenn Sie wirklich das Beste für Berlin möchten, dann setzen Sie Hilfe für die Menschen und nicht Zäune auf die Nummer 1 Ihrer Prioritätenliste. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Matz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die AfD hat heute für den Titel der beantragten Aktuellen Stunde extra noch mal betont, dass sie nur rechtsstaatliche Mittel anwenden möchte. Ich finde es schon bemerkenswert, dass man darauf extra so hinweisen muss. In den Debatten der letzten Tage konnte man ja auch oft genug einen anderen Eindruck bekommen. Das, was wir dann geliefert bekommen haben hier in der Debatte heute, war eigentlich nur, dass Sie ein paar kleine Fische abschieben wollen und dass Sie glauben, dass damit das Problem dann gelöst ist. Das ist Kinderglaube. Und dann haben wir gehört, wie wir von Herrn Dregger noch mal in die 80er Jahre zurückgeführt wurden und die Rolle von Herrn Wanzner in der damaligen Debatte über den Girlie. Ich habe das übrigens etwas anders in Erinnerung. Ich habe das so in Erinnerung, dass die Kreuzbergerinnen und Kreuzberger selber eine ganz entscheidende Rolle dabei gespielt haben, dass der Görlitzer Park das wurde, was er heute ist, nämlich ein Park. Und ich habe auch anders in Erinnerung, als dass Frank Henkel erfolgreich das Problem durch Nulltoleranz gelöst hätte und dann hätte Rot-Rot-Grün das wieder rückgängig gemacht. Sondern ich habe das so in Erinnerung, dass die Nulltoleranzpolitik schon während der Legislaturperiode gescheitert ist, weil man einfach feststellen musste, dass man nicht mit Repression allein ein Drogenproblem in der Stadt lösen kann. Und wenn man dann den Grünen zuhört, hat man wiederum das Gefühl, es geht nur um, da sind wir auch noch mal in die Geschichte eingestiegen, bis hin zur Erfindung der Methadon-Programme. Ist übrigens auch alles richtig. Aber Sie sprechen dann eben nur von der Drogenpolitik und nicht mehr davon, dass es vielleicht auch einen polizeilichen und innenpolitischen Ansatz gibt,
Und übrigens, wir stehen für beides. Und darum geht es auch heute hier, weil Sie sich ja darüber beklagt haben, hier würden Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker sprechen. Es geht einfach darum, dass wir hier nicht ein Entweder-Oder von mehr Polizei- und Sicherheitsmaßnahmen oder mehr Präventionsangeboten und Sozialarbeit haben, sondern dass wir beides brauchen. Und das ist auch relativ leicht zu erkennen, wenn man sich die Situation im Park anguckt. Und wir haben deshalb als SPD-Fraktion schon sehr frühzeitig ein Gesamtkonzept und eine ressortübergreifende berlinweite Strategie zum Drogenhandel und öffentlichen Drogenkonsum vom Senat eingefordert. Und ich bin überzeugt, das Senatskonzept, das dann beschlossen wurde, und das ausfinanzierte Maßnahmenpaket des Sicherheitsgipfels hätte nicht so ausgesehen, wenn wir nicht als Regierungsfraktion klargemacht hätten, dass die drogenpolitischen und sozialarbeiterischen Ansätze eine zentrale Rolle spielen und es nur auch natürlich weiterhin die polizeilichen Maßnahmen geben muss und auch eine Parkumfriedung temporär helfen kann. Ja, auch das ist nämlich richtig. Aber obwohl die mediale Aufmerksamkeit immer so groß ist, als ob es nur um den Zaun geht, manchen scheint das auch ja so recht zu kommen, dass wir nicht über die komplexen Lösungen sprechen, sondern nur und immer wieder über den Zaun. Der geplante Zaun steht mit Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro nicht im Mittelpunkt des Maßnahmenpakets des Sicherheitsgipfels. Der hat nämlich ein Gesamtvolumen von etwa 31 Millionen Euro und hat gerade diese Schwerpunktsetzung, die eben von den Grünen ja auch angemahnt wurde, dass es mehr um Drogenpolitik und mehr um Sozialpolitik gehen soll und nicht nur um Repression. Das ist da drin. Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Pirot-Manelli. Ja, gerne. Wir haben ja auch gleiche Erinnerungen. Herr Matz, kennen Sie den Weinbergspark? Das ist ein gutes Beispiel, wie vor ein paar Jahren über Sozialarbeit Parkläuferinnen und eben ohne Mauer ein Park von wieder für Familien und die Menschen vor Ort zugänglich gemacht wurde. Ich könnte Ihnen über die aktuelle Kriminalstatistik im Weinbergspark jetzt einiges erzählen. Es ist nicht so, dass wir da ein komplett gelöstes Problem hätten. Ich gebe Ihnen zwar recht, dass es auch solche Maßnahmen sind, die richtig sein können, die gut sein können, dass wir aber eben auch feststellen müssen, dass wir in vielen Grünanlagen in Berlin ein Problem haben. Und insoweit ist es auch richtig zu sagen, wir sollen nicht nur über den Görlitzer Park reden, sondern wir müssen tatsächlich über die ganze Stadt reden und wir müssen über das Drogenpolitik der ganzen Stadt reden. Und auch das leistet das Paket des Sicherheitsgipfels, das vom Senat beschlossen worden ist. Da geht es nämlich zum Beispiel auch um den Leopoldplatz, da geht es zum Beispiel auch bis in die Außenbezirke hinein, um das, was die Bezirke inzwischen alle quält, nämlich dass über die S-Bahn und die U-Bahn-Linien das Problem sich auch jederzeit wieder über die Stadt ausbreitet und an verschiedenen Stellen zutage tritt. Und deswegen brauchen wir ein Maßnahmenbündel im Bereich der Gesundheits- und Sozialprävention. Wir brauchen Personal- und Sachkosten für Drogenkonsumräume und mobile. Wir brauchen aufsuchende Sozialarbeit sowie Mittel für Drogentherapien, unabhängig vom Versicherungsstatus, um nur einige Beispiele zu nennen. Und ja, um den öffentlichen Raum am Görli zurückzuerobern, braucht es auch einige Sicherheitsmaßnahmen und städtebauliche Kriminalprävention. Das betrifft bessere Beleuchtung, verbesserte Sichtachsen, Pflanzenschnitt, intensive Polizeibestreifung und die Parkreinigung durch die BSR. Eine temporäre nächtliche Schließung des Parks bietet zudem die Möglichkeit einer Atempause für die komplexe Problemlage vor Ort. Obwohl wir natürlich wissen, macht man irgendwo was zu, ist es gleichzeitig auch eine Verdrängung. Wir müssen aber das Problem tatsächlich erstmal in Bewegung bringen, um es bearbeiten zu können. Und deswegen ist auch das richtig. Aber wir fordern nicht und wir machen auch nicht eine bloße Verdrängung und dabei dann die anderen Aspekte des Problems außer Acht zu lassen. Und auch bisher noch eher tolerante Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des Görlitzer Parks, das sieht man auch an der Berichterstattung des RBB in den letzten Tagen, berichten mittlerweile von unhaltbaren Zuständen und haben eben tatsächlich auch Zweifel, ob es nur mit den Maßnahmen zu lösen ist, die uns von den Grünen immer wieder allein angeboten werden. Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage von der Kollegin Kappeck? Nein, danke. Jetzt möchte ich gerne erst mal sagen, was ich
zu dem Konzept insgesamt sagen möchte. Denn Maßnahmen, den offenen Drogenhandel im Park und der Umgebung einzudämmen, blieben erfolglos, auch unter Beteiligung der Bezirke, Parkmanager und Zonen für die Dealer im Park. Das sind Maßnahmen, mit denen wir eben alleine nicht zurechtkommen. Was wirklich noch fehlt, das muss man zugeben, ist eine Drogenpolitik, die der organisierten Kriminalität die Renditemöglichkeiten entzieht. Das ist natürlich eine bundespolitische Aufgabe. Und ja, dazu gehört, dass man Drogenkonsum teilweise akzeptiert. Und nein, dabei muss man unbedingt die Fehler aus den Niederlanden vermeiden, wo der Coffeeshop durch seinen Hintereingang illegal bei den Kartellen einkauft. Es muss tatsächlich ein durchdachtes Gesamtkonzept sein, mit dem man der organisierten Kriminalität wirklich den Boden entzieht. Den Drogenhandel im Wrangelkiez und im Görlitzer Park zurückzudrängen, ist derweil eine schwierige und eine langwierige Aufgabe. Und die Politik hat die Verantwortung, nicht so, wie ich es bisher, ehrlich gesagt, heute hier gehört habe, immer nur mit einfachen Parolen zu sagen, wir müssen nur dies machen, wir müssen nur das machen, dann ist das Problem gelöst, sondern wir müssen auch so ehrlich sein, zu sagen, dass es hier keine einzelne Patentrezeptmaßnahme gibt. Wir müssen sagen, dass es ein ganzes Paket von Maßnahmen braucht, das wir deshalb auch auf den Weg gebracht haben. Wir müssen ehrlich sagen, dass wir zum zunehmenden Crack-Konsum selber noch nicht alle Ansätze gefunden haben, um dagegen wirklich effizient vorzugehen. Wir müssen sagen, dass es eine Weile dauern wird. Das ist ehrliche Politik. Wir fangen damit an. Wir haben reagiert. Die Berliner Landespolitik hat reagiert. Die Bezirkspolitik macht hoffentlich dabei auch mit. Und neben Polizei und Strafverfolgung gibt es ein Sicherheitspaket von über 30 Millionen Euro für den Görlitzer Park, den Leopoldplatz und alle anderen Orte des Drogenhandels und des Drogenkonsums in Berlin. Und wenn wir das so machen und wenn wir mit tatsächlichen Lösungen die Diskussion führen, dann werden wir den Menschen auch vermitteln können, dass es keinen Grund gibt, den Rattenfängern zu folgen und den einfachen Lösungen hinterherzulaufen, sondern dass es richtig ist, den komplizierten Weg zu gehen, auch wenn er nicht mit den einfachen Botschaften verbunden ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Linksfraktion hat der Kollege Schrader das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe nichts gegen eine Debatte zum Görlitzer Park, können wir gerne machen, weil ich glaube, das Thema hat eine ernsthafte und sachliche Debatte über Lösungen verdient. Aber dass wir das Thema hier anlässlich dieser widerlichen rassistischen Hetze der AfD diskutieren müssen, das ist wirklich ein trauriger Tiefpunkt hier im Haus. Ich will mich jetzt gar nicht an dem abarbeiten, was außerhalb des demokratischen Spektrums steht, sondern am Handeln dieses Senats und der Koalition. Und auch das gibt ein ziemlich trauriges Bild ab. Mit dem Girlie ist es so ein bisschen wie so oft in der Innenpolitik, wenn es um Orte geht mit multiplen Problemlagen in dieser Stadt. Ne? Lange geschieht erstmal wenig, obwohl Anwohner immer wieder auf verschiedene Problemlagen hinweisen mit Armut, Verelendung, Obdachlosigkeit, Begleiterscheinung von Drogenkonsum und Handel und ja auch Kriminalität. Ja? Aber erst, wenn der Ort dann in die Schlagzeilen kommt, dann kommt die Reaktion von ganz oben. Und zwar nicht in Form von Antworten auf die Ursachen dieser komplexen Probleme, sondern mit plumpen, autoritären Ankündigungen aller Zaun, Videoüberwachung, Polizeikontrollen. Ja, jetzt muss Papa mal ordentlich auf den Tisch hauen. Das ist die Pose, mit der Sie hier Problemlagen begegnen. Und ob es überhaupt wirkt, ob es an anderer Stelle Schaden anrichtet, ob der Bezirk das will, ob die Menschen vor Ort das wollen, egal. Hauptsache mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und das ist keine rationale Politik, die Lösung anbietet. Das ist Sicherheitspopulismus, meine Damen und Herren. Am Kottbusser Tor, da lief das ja ähnlich, die Diskussion. Ja, also wurden 4 Millionen für die Polizeiwache verbaut, die Iris Spranger dort gegen alle Kritik sogar von der Gewerkschaft der Polizei durchgesetzt hat. Das hatte dann allerhöchste Priorität, musste ganz schnell gehen. Aber auf alle anderen Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse vor Ort warten die Menschen am Kotti heute immer noch. Ja, wo ist denn das Gesamtkonzept, das Sie angekündigt haben, Frau Spranger? Wann kommt denn das Geld? So gut wie nichts ist verbessert worden.
Und jetzt erleben wir das gleiche Prinzip beim Görlitzer Park. Und Herr Regierender Bürgermeister, wenn Sie denn der Meinung sind, ein Zaun könnte Probleme lösen, dann können Sie diese Position ja vertreten. Aber dann müssen Sie die doch auch vernünftig begründen. Und nicht mal das können Sie, Herr Wegen. Sie haben behauptet, im Görli zwingen Dealer 14-Jährige in die Prostitution. Die Polizei hat gesagt, da haben wir keine Hinweise für. Dann stellen Sie die Behauptung auf, ein Zaun um den Central Park in New York hätte dort für Sicherheit gesorgt. Ist auch falsch. Und zuletzt haben Sie mit falschen Zahlen rund um die Einsatzkräftestunden der Polizei um sich geworfen. Also, Herr Wegner, Sie erzählen den Menschen Sachen in dieser Stadt. Da biegen sich die Balken. Und das geht nicht. Sie sind Regierender Bürgermeister. Deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie nur einen Funken Verantwortung haben für Ihr hohes Amt, dann hören Sie auf mit diesen Falschbehauptungen. Und natürlich müssen Sie sich hier der sachlichen Kritik stellen, was dieser Zaun bringen soll und was er auch für negative Folgen haben wird. Wie können Sie denn ernsthaft glauben, eine Schließung des Parks könnte Erscheinungen wie Konsum im öffentlichen Raum, Handel oder die Begleitkriminalität des Drogenhandels reduzieren? Ja, das ist doch völlig klar. Und die Anwohnenden haben ihre Sorge bei diesem etwas peinlichen Senatsbesuch im Görli ja auch deutlich gemacht. Die Kriminalität wird nur verdrängt. Sie wird in den Nebenstraßen im Wrangelkiez stattfinden oder im Reichenberger Kiez oder im Schlesischen Busch, also in dem nächstgelegenen Park. Ja? Und dann? Kommt dann da der nächste Zaun hin? Das ist doch absurd. Und man darf auch nicht vergessen, dass die ganz überwiegende Zahl der Menschen, die unsere Parks nutzen, ja, das völlig friedlich und unproblematisch tun, auch abends und nachts. Und diesen Menschen nimmt man diese Möglichkeit durch solche Schließungen. Und anstatt mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nach Lösungen zu suchen, ihn zu unterstützen, bei vernünftigen Maßnahmen, Parkmanagement, aufsuchende Sozialarbeit, Umbau des Parks, ja, gehen Sie über ihn hinweg, als gelte es, einen Feind zu besiegen. Und zetteln da einen Hickhack um die Zuständigkeit an, die ganz klar bei dem Bezirk liegt. Der Bezirk will ja zusammenarbeiten. Das ist auch eine Falschbearbeitung. Die wollen seit langem zusammenarbeiten bei der Lösung von den Problemen. Sie wollen nur diesen Zaun nicht. Also akzeptieren Sie, dass der Bezirk das nicht will, anstatt sich hier auf rechtliches Glatteis zu begeben. So, und dann kam ja noch das Argument, der Zaun würde für Entlastung sorgen. Der Polizei. Also bitte, wer soll denn die Menschen dann abends aus dem Park holen bei der Schließung? Wer wird denn gerufen, wenn einige nicht gehen wollen? Warum soll denn die Kriminalität, die dann sich an andere Orte verlagert, der Polizei weniger Arbeit machen? Also die Rechnung will ich wirklich mal sehen. Und natürlich muss auch die Polizei, will ich ja auch sagen, eine Rolle bei der Lösung der Probleme spielen. Ja, weil, Herr Matz, Sie haben uns das ja vorgeworfen. Natürlich ist eine gezielte Kriminalitätsbekämpfung sinnvoll. Ja? Aber dass also ein massiver Kontrolldruck die Situation nicht nachhaltig verbessern kann, das hat wirklich diese sogenannte Nulltoleranzzone von Frank Henkel gezeigt. Ja? Und Herr Dregger, dass dann die Kriminalität irgendwie 100 Meter weiter verdrängt wurde und nicht reduziert wurde, dass Sie uns das hier als Erfolg verkaufen wollen, das ist wirklich lächerlich. Man muss auch thematisieren, dass bei Polizeiarbeit mitunter auch Stereotype eine Rolle spielen. Ja, das hat der Vorfall mit dem Kultursenator im Görlitzer Park eindrucksvoll verdeutlicht, ja, als er als einziger von der Polizei nicht durchgelassen wurde. Und natürlich muss man das auch ganz nüchtern thematisieren können, analysieren können und Gegenmaßnahmen diskutieren können, ohne dass Frau Spranger einen Wutanfall bekommt und einen als Polizeifeind bezeichnet. Also, gezielt, ja, ist schon öfters vorgekommen im Innenausschuss. Alle zwei Wochen haben wir dieses Spielchen. Gezielte, rechtsstaatliche, saubere Polizeiarbeit gehört dazu. Aber der Kritik, dass es auch zu Ungleichbehandlung und Diskriminierung kommen kann, der muss man sich stellen und das Problem nicht negieren, meine Damen und Herren. Wir sind uns völlig einig übrigens, ja, dass Entlastung der Polizei ein richtiges Ziel ist. Völlig klar. Aber ich kann Ihnen ja sagen, wie man das erreicht. Wenn wir wirklich Entlastung wollen, dann brauchen wir eine andere Drogenpolitik, die dem Schwarzmarkt die Grundlage nimmt. Ja? Herr Matz, Sie haben da völlig richtige Sachen zugesagt. Aber leider ist es genau die SPD, die da im Bund gerade auf die Bremse tritt. Also setzen Sie sich bitte ein. Wenn wir wirklich Entlastung wollen, dann brauchen Zugewanderte schnell eine Arbeitserlaubnis, damit sie eine Perspektive haben, nicht in den Fokus von Drogenkartellen geraten. Wenn wir wirklich entlasten wollen, dann investieren wir doch in die Bekämpfung der sozialen Ursachen der Probleme. Lassen den Menschen die Hilfe zukommen, die sie brauchen. Wir verändern gerne, Herr Dregger. Und wir haben immer gesagt, dass es große Defizite gibt bei den Angeboten der Suchthilfe, der Obdachlosenhilfe,
der medizinischen und sozialen Versorgung der Menschen gibt, vor allem die auf der Straße leben, dass hier mehr getan werden muss und dass auch das Sicherheitsgefühl der Menschen, die den Park nutzen, dadurch verbessert werden kann. Klar. Und deshalb war unsere Forderung von Anfang an, die Suchthilfe auszubauen, die Obdachlosenhilfe, Übernachtungsmöglichkeiten für Konsumierende zu schaffen und das Angebot, das immer noch sehr defizitäre Angebot an Drogenkonsumräumen zu erweitern. So, und jetzt haben Sie gesagt, das ist ja alles mit dem sogenannten Sicherheitsgipfel aufgenommen worden. Naja, ja, da gab es gute Vorhaben und auch Finanzierungszusagen. Aber wir wissen doch alle hier im Raum, niemand weiß, ob diese Zusagen mehr wert sind als das Papier, auf dem sie stehen. Weil Sie von der Koalition haben hier einen Haushalt mit riesigen Sparvorgaben beschlossen. Und niemand weiß, wie diese pauschalen Minderausgaben aufgelöst werden sollen. Und deshalb steht die Finanzierung dieser Vorhaben auf dem Spiel. Ja, für die freien Träger gab es jetzt befristete Zuwendungsbescheide für ein halbes Jahr. Also wie sollen die denn jetzt den Ausbau von Angeboten planen? Wie sollen die Fachkräfte gewinnen? Das funktioniert doch nicht. Und deshalb muss man ganz klar sagen, mit diesem Haushalt, den Sie beschlossen haben, da reißen Sie mit dem Hintern wieder ein, was Sie an Finanzierungsversprechen abgegeben haben. Und das ist auch ein Sicherheitsproblem, meine Damen und Herren. Wir als Linksfraktion, wir machen heute übrigens dazu einen Vorschlag, nämlich einen Pakt mit den freien Trägern und den Verbänden der Wohlfahrtspflege zu schließen und ihnen eine klare Perspektive und Planungssicherheit zu geben, damit die soziale Infrastruktur in dieser Stadt gewährleistet wird und Sicherheit hat. Das werden wir nachher in den Prioritäten diskutieren. Aber auch in dieser Debatte, finde ich, ist das essentiell. Denn nur so werden wir die Probleme im öffentlichen Raum vernünftig und nachhaltig angehen können. Und solange diese Koalition immer noch Millionen ausgeben will für sinnlose Symbolprojekte, wie eben so ein Zaun, aber auch für die Aufrüstung der Polizei mit Tasern und Ähnlichem, mit Videoüberwachung oder für Großevents wie die Olympiabewerbung. Jetzt wollen sie auch noch eine Feuerwehr-Olympiade ausrichten, habe ich gehört. Ja, so lange müssen sie sich leider immer wieder von uns hier die Frage der Prioritätensetzung stellen lassen. Was ist ihnen wirklich wichtig und was sind ihre wohlfeilen Versprechungen wert, meine Damen und Herren? Also diesem Appell von Herrn Matz, dem schließe ich mich gerne an am Ende noch mal. Ehrlich zu sein und den Leuten keine einfachen Lösungen zu versprechen. Aber genau das mit dem Zaun war so eine Nummer. Davon sollten wir Abstand nehmen. Ja? Also lassen Sie uns bitte über Lösungen reden, die wirklich an die Ursachen gehen, die auch längerfristig sind, die nicht nur Symbolpolitik sind. Lassen Sie uns wieder zu den Fakten zurückkehren, Herr Regierender Bürgermeister, und lassen Sie uns in eine Diskussion kommen, in der die Wirkung der Maßnahmen wirklich zählt und nicht die autoritäre Pose. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Zu diesem Tagesordnungspunkt hat der fraktionslose Abgeordnete Brosek einen Redebeitrag angemeldet. Herr Brosek, Sie haben das Wort. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man so wie ich am Katzentisch des Fraktionslosen sitzt und kein Trikot trägt, dann hat man eine andere Perspektive auf die Diskussionen in diesem Raum. Und meine Perspektive auf den Görli ist auch dadurch bedingt, dass ich zwar seit fast 60 Jahren in dieser Stadt lebe, aber erst im letzten Sommer zum ersten Mal diesen Park besucht habe, weil er plötzlich zum Politikum wurde. Ich fand nachher, er ist schlimm, aber es gibt auch andere schlimme Plätze in dieser Stadt. Der Kampf um den Görlitzer Park ist in Wirklichkeit ein Kampf um die politische Deutungshoheit hier in diesem Hause und hier in dieser Stadt. Und weil zufällig die Drogendealer schwarz sind, wird natürlich von dort sofort die Rassismuskeule rausgeholt. Es ist nun einmal so. Das Problem in erster Linie ist doch, dass der Senat und vor allem der regierende Bürgermeister als starker Max aufgetreten ist, aber diese Versprechen nicht halten kann. Das Bezirksamt führt, ob nun zu Recht oder Unrecht, den Senat vor. Die Rechtsgrundlagen sind nicht sicher. Und im Übrigen, wenn man eigentlich der Presse folgt, hätte dieser Zaun oder Mauer oder was auch immer
schon im Januar fast fertig sein müssen. Und mittlerweile hat man gehört, dass erst im September die Ausschreibung zu Ende kommen wird. Also erst große Töne spucken nach Berliner Art und dann ganz sachte handeln. Umgekehrt wiederum, die Opposition, die üblichen Verdächtigen, wollen große soziale Maßnahmen. Ja, das mag ja alles richtig sein, aber erkennen Sie denn nicht, dass Sie, wenn Sie seit 2016 dort nichts hinbekommen haben, Sachen wie Parkläufer, Gifthilfen, Obdachlosenhilfen, Wohnungslosigkeit, Prävention allgemeiner Art, dass dieses nichts anderes sind als Floskeln? Das ist doch viel schwerer durchzusetzen als das, worum es hier in erster Linie geht. Und ich glaube, Frau Gebel, wenn Ihre Pflegefachkraft hören würde, dass Sie diese Ausdrücke bemühen, dann würde sie sich noch viel mehr wundern. Umgekehrt, bei der AfD, ich wusste ja, wer die Rede hält und habe ja erwartet, dass von der Härte des Rechtsstaates gesprochen wird. Nein, es war diesmal die knallharte Durchsetzung des Rechtsstaats. Dabei möchte ich Folgendes sagen. Rechtsstaat ist in Deutschland nicht hart, das wissen wir doch alle. Die Justiz ist liberal und das ist gut so. Die Legislative ist übrigens auch nicht besonders hart und die Exekutive ist auch nicht wirklich hart und sie ist wahrscheinlich auch gar nicht kompetent oder nicht so kompetent, wie sie sein sollte. Und im Übrigen das ewige Beschwören dieses Rechtsstaats, als sei es eine deutsche Erfindung, an welcher die Welt genesen würde. Überall gibt es einen Rechtsstaat. In jedem Land Europas, abgesehen von Russland, gibt es einen Rechtsstaat. Das ist doch was ganz Normales. Das Problem ist also nicht der Park und die Vorgehensweise. Das Problem ist, verdammt nochmal, die Migration. Das müssen wir einfach anerkennen. Wir können dafür verschiedene Ansätze oder Lösungen haben. Und die Migration führt zu dieser Kriminalität. Und Repression allein wird es nicht bringen. Das sehe ich auch so. Und Herr Dregger, wenn Sie vollmundig von der Herrschaft des Rechts sprechen, dann frage ich mich, warum so harte Worte? Da können Sie sich ja gleich neben Herrn Woldeit setzen. Das ist doch Unfug. Herrschaft des Rechts, das hört sich wahnsinnig zackig an. Aber am Kotti hat die Polizeiwache jetzt auch nichts gebracht. Am Kotti ist es, da bin ich übrigens jede Woche genauso furchtbar, wie es dort immer war. Und die ewigen Dankesworte an unsere Polizei und ihre Kompetenz. Der Vorfall mit dem, wenn ich das so nennen darf, Racial Profiling unseres Senators im Görli zeigt doch ganz deutlich die Inkompetenz der Polizei. Ist doch ein Unding eigentlich, oder? Und die Polizei wird das genauso wenig lösen wie diese allgemeinen großen Konzepte. Und ich werde Ihnen prophezeien. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Woldeit. Nein, danke. Und ich prophezeie Ihnen, auch im Herbst wird dieser Zaun nicht stehen. Und es wird auch in einem Jahr kein weiteres generelles Konzept geben. Und die Kriminalität, ob nun im Park oder im Wrangelkiez, wird genauso fortbestehen. Und wenn wir genau hinhören, was Herr Dregger gesagt hat, aufenthaltsbeendende Maßnahmen sollen durchgeführt werden, soweit möglich. Soweit möglich, darauf kommt es an. Kein Mensch wird diese Leute aufenthaltsbeendend irgendwo hinführen, weil unser Land Berlin und Deutschland dazu gar nicht in der Lage ist. Es wird der Görli nichts anderes sein als eine weitere politische Baustelle in dieser Stadt. Man sagt ja immer Berlin, die wachsende Stadt. Man sollte eigentlich sagen, das ist die wachsende Dysfunktionalität dieser Stadt. Und der Görli ist nur der Brennpunkt dafür. Vielen Dank. Bevor ich dem regierenden Bürgermeister das Wort gebe, darf ich ganz herzlich bei uns im Berliner Abgeordnetenhaus begrüßen hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes. Herzlich willkommen im Berliner Abgeordnetenhaus. Applaus.
und vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement für Berlin. Dann darf ich für den Senat dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, das Wort geben. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ein sicheres Berlin ist möglich. Und das ist nicht nur möglich, sondern es ist auch machbar. Und dieser Senat macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir reden hier nicht einfach über Sicherheit für Berlin, sondern wir reden ganz konkret über die Sicherheit für die Berlinerinnen und Berliner. Und worüber wir nicht reden, ist Sicherheit für Kriminelle und Drogendealer, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern Sicherheit für Berlinerinnen und Berliner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte hat ja heute gezeigt, und das stimmt mich ehrlich gesagt ein Stück weit optimistisch, dass wir in der Problemanalyse gar nicht so weit auseinanderliegen. Dass wir gemeinsam sehen, dass seit vielen Jahren, seit zu vielen Jahren, der Görlitzer Park ein Kriminalitätshotspot ist und seit vielen Jahren nichts passiert ist. Herr Schrader hat gesagt, lange ist nichts passiert. Stimmt, Herr Schrader, aber ich sag mal, Ihre Partei, auch die Grünen, haben in den letzten 7 Jahren regiert. Diese Koalition erst seit 9 Monaten, Herr Schrader. Und ich glaube, wir haben gemeinsam mehr auf den Weg gebracht als die Vorgängerregierung, meine Damen und Herren, bereits jetzt. Und wenn wir uns die Situation im Görlitzer Park anschauen, allein im vergangenen Jahr gab es laut Angaben der Innenverwaltung am kriminalitätsbelasteten Ort Görlitzer Park Wrangelkiez 1435 Drogendelikte, 314 Körperverletzungen, 170 gefährliche und schwere Körperverletzungen, 241 Raubdelikte. Meine Damen und Herren, da kann doch niemand ernsthaft behaupten, wir hätten hier kein Problem. Und als regierender Bürgermeister, und das will ich auch in aller Klarheit sagen, führe ich einen Senat an, der den klaren Anspruch hat, wir entreißen diesen Kriminalitätshotspot endlich den Kriminellen und geben diesen Park den Berlinerinnen und Berliner zurück, meine Damen und Herren. Das ist das Ziel, warum wir das machen. Und damit auch hier, weil ich das jetzt ein, zwei Mal in der Debatte gehört habe, damit auch hier keine Missverstände aufkommen, niemand, wirklich niemand in diesem Senat glaubt daran, dass ein Zaun allein alle Probleme im und um den Görlitzer Park löst. Aber wir sind davon überzeugt, dass er ein Teil der Lösung sein kann, ein Teil der Lösung sein wird. Und in der Vergangenheit, ja, da wurde ja schon das ein oder andere ausprobiert. Der ein oder andere Redner, die ein oder andere Rednerin haben das angesprochen. Es gab unzählige Einzelmaßnahmen, sehr häufig nicht koordiniert, durchaus mit Engagement, aber leider mit viel zu wenig Gesamtstrategie. Und dieser Senat ist getragen von der Überzeugung, dass wir die Lage im Görli nur mit einem konsequenten Zweiklang aus Prävention und Repression hinbekommen. Nicht nebeneinander, erst recht nicht gegeneinander, sondern ineinander greifend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist unser Ziel. Und liebe Antje Kapek, liebe Silke Gebel, genau das war und ist der Geist des Sicherheitsgipfels des Senats gewesen. Und ich füge ausdrücklich hinzu, ein Geist, der auch gemeinsam mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg weht. Ja, wir hatten wirklich gute Gespräche, auch zielführende Gespräche. Und ja, wir haben uns in vielen Punkten übrigens auch mit dem Bezirk verständigt.
will das ausdrücklich sagen. Vieles, was im Papier des Sicherheitsgipfels steht, waren auch Anregungen der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Und es gab in diesen Gesprächen ein Dissens. Ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Es gab ein Dissens und das ist der Zaun. Aber dieser Dissens schmälert, finde ich zumindest, in keiner Weise den Geist der großen Einigkeit in vielen anderen Punkten und dass wir die Situation im Görlitzer Park endlich anders in den Griff kriegen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Zusammenhang will ich ausdrücklich auch den Bezirk Mitte erwähnen. Denn auch die Bezirksbürgermeisterin aus Mitte war beim Sicherheitsgipfel mit anwesend. Und auch hier gab es den gemeinsamen Geist, als wir über den Leopoldplatz gesprochen haben. Und auch hier finden schon erste Maßnahmen statt, dass die Situation sich am Leopoldplatz verbessern wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wundere mich, dass Sie uns dafür kritisieren. Sie hätten es doch 7 Jahre auch machen können. Wir machen es jetzt gemeinsam in dieser Koalition. Ja, Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, Sicherheit ist auch eine Daueraufgabe und Sicherheit ist eine sehr, sehr breite Aufgabe. Und in diesem Zusammenhang, gerade wenn wir über den Görlitzer Park sprechen, sprechen wir natürlich über Kiezhausmeister, über Parkläufer, über Drogenkonsumangebote, aufsuchende Sozialarbeit, Beleuchtung, städtebauliche Gewaltprävention, die Sicherung der Obdachlosenunterkunft in der Ulauer Straße. All das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind Maßnahmen als Ergebnis aus unserem Sicherheitsgipfel. Und ja, selbstverständlich sprechen wir auch über den Einsatz von Videotechnik, über Brennpunkteinsätze der Polizei, zusätzliche Staatsanwälte und wir sprechen auch über den Zaun um den Görlitzer Park. Allein bei den Maßnahmen des Sicherheitsgipfels sprechen wir hier beim Blick auf das laufende Jahr von rund 16 Millionen Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Allein an dieser Summe wird deutlich, dass es nicht nur um den Zaun geht, sondern um eine Vielzahl an Maßnahmen, um ein breites Maßnahmenpaket. Und das alles Entscheidende, und das ist dann wahrscheinlich auch das Neue zu allen Versuchen in den letzten Jahren, das ist der vernetzte Ansatz. Und das ist vielleicht jetzt auch ein Unterschied. Getragen wird dieser vernetzte Ansatz, und ich will das jetzt einfach mal aufzählen, von der Umweltsenatorin von Manja Schreiner, von der Innensenatorin Iris Spranger, von der Sozialsenatorin Chancel Kieselteppe, Justizsenatorin Felor Barnberg und unserer Gesundheitssenatorin Ina Schiborra. Wir treiben gemeinsam diesen vernetzten Ansatz voran. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das ist vielleicht der Unterschied. Ich glaube, der Innensenator und die Innensenatorin der letzten Jahre wollten gerne so einen vernetzten Ansatz. Aber wo war eigentlich die Gesundheitssenatorin, wenn es um die ganzen Themen ging, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen? Und wenn Sie mir genau zugehört haben bei der Auflistung der Senatsmitglieder, wird Ihnen eines besonders aufgefallen sein. Und ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, dieser Senat wird es nicht achselzuckend hinnehmen, wenn Frauen aus Angst einen Bogen um diesen Park machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau deshalb braucht der Görlitzer Park eine Einfriedung, und zwar zur Befriedung. Wir müssen Ruhe reinbringen, und genau das hat der Zaun zum Ziel. Vieles wurde in den vergangenen Jahren ausprobiert. Die Kriminalitätszahlen sind so, wie sie sind. Jetzt probieren wir den Zaun aus. Ja, und wir werden das auch wissenschaftlich begleiten lassen und evaluieren. Übrigens auch ein Wunsch des Bezirks Friedrichshain-Kreuzbergs. Und ich will das an dieser Stelle auch sagen. Ja, ich kenne die Sorgen einiger Anwohnerinnen und Anwohner. Und glauben Sie es mir, ich nehme die Sorgen auch sehr ernst. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Görlitzer Park große Hoffnung
in diesen Zaun setzen. Und die Sorgen der Verdrängung nehme ich trotzdem auch wahr. Denn für mich ist völlig klar, dieser Zaun soll Kriminalität nicht in den Wrangelkiez verdrängen. Mit seinem Ansatz von Prävention und Repression will dieser Senat Kriminalität aus ganz Berlin verdrängen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die rund 70.000 Einsatzstunden der Polizei zählen wir in und um den Görlitzer Park im Wrangelkiez. Und wer es genau wissen will, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind 71.158 Einsatzkräftestunden, die die Berliner Polizei in diesem KBO einsetzt. Meine Damen und Herren, Entlastungen beim Einsatz im Görlitzer Park heißt auch Verstärkung des Einsatzes im Kiez. Und ich will das an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz deutlich sagen. Die Frauen und Männer der Berliner Polizei sind Tag und Nacht im Einsatz. Und auch an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere Polizistinnen und Polizisten, die Großartiges für unsere Stadt leisten. Die sich im Übrigen, und das vielleicht auch wieder ein Unterschied zu früher, voll und ganz auf ihre Innensenatorin Iris Spranger verlassen können. Das ist kein Unterschied. Sie können sich aber jetzt auch auf den gesamten Berliner Senat verlassen, meine Damen und Herren. Das ist auch ein Unterschied. Und ich will das dann auch sagen, Sie können sich ja nicht nur auf uns verlassen, sondern wenn mir die Polizeiführung sagt, ein Zaun um den Görlitzer Park könnte aus polizeilicher Sicht ein Beitrag zur Beruhigung der Lage sein, dann sage ich, dann lassen Sie uns das machen, meine Damen und Herren. Und genau dafür schaffen wir jetzt die Voraussetzungen. Und ich bin allen 12 Bezirken dankbar, dass wir gestern Morgen in einer Sondersitzung des Rates der Bürgermeister die nötige Änderung des Grünanlagengesetzes bei einer Enthaltung und 11 Ja-Stimmen auf den Weg gebracht haben. Nach dem finalen Senatsbeschluss wird diese Gesetzesänderung dann hier ins Hohe Haus gehen und beraten werden. Und ich bitte heute schon um Ihre Unterstützung. 11 Bezirke haben zugestimmt, liebe Kollegin, einer hat sich enthalten. Ich glaube, das ist ein ziemlich eindeutiges Bild. Meine Damen und Herren, und das auch noch mal zur Klarstellung. Dieser Senat schließt keine Parks. Dieser Senat schließt Angsträume, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Senat öffnet Freiräume. Freiräume für Familien, für ältere Menschen, für Kinder. Darum geht es uns, gegen Angsträume für Freiräume. Und das machen wir jetzt, gemeinsam in einem vernetzten Ansatz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit hat die Aktuelle Stunde für heute ihre Erledigung gefunden. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 2 und rufe auf die Fragestunde.